Yo Leute, euer Mo ist hier wieder am Start. Ich hoffe, euch und euren Familien geht's allen gut. Hier meine Message direkt an Michael Smolik. Michael, herzlichen Glückwunsch zur Vertragsunterzeichnung bei der Glory, der größten Organisation der Welt. Riesenrespekt aus tiefstem Herzen. Finde ich wirklich super. Starke Leistung, die auch mit Sicherheit sehr viel Mut erfordert hat. Und ja, im Endeffekt hättest du es nicht besser machen können. Und das ist gerade das Schöne am Kampfsport, finde ich, dass sich zwei Athleten, zwei Kämpfer im Ring wirklich auf gut Deutsch gesagt die Fressen einhauen können, aufs Ganze gehen, aber außerhalb des Ringes sich Respekt zollen können, fair zueinander sind, sportlich. Und das sind halt Aspekte, die wirklich wichtig sind, gerade im Kampfsport. Und ich habe auch mitbekommen, dass es eine Menge Videos zu diesem Thema gegeben hat, eine Menge Kommentare, die wirklich auch auseinandergehen, die Meinungen. Aber Leute, diesem Mann, Michael Smolik, ist für diese Aktion einfach nur Respekt zu zollen. Und jeder, der was anderes sagt, hat echt keine Ahnung. Nichtsdestotrotz werden wir uns das nehmen, was uns zusteht. Ich bin heiß auf den Kampf. Die Mo Army ist heiß auf den Kampf. Wir haben 2 Jahre lang gewartet. Jetzt ist der Kampf zum Greifen nah. Wir werden Deutschland zeigen, wer die wahre Nummer 1 ist. Und dieser Kampf wird in die deutsche Kampfsporthistorie eingehen. Denn ein deutsch-deutsches Duell bei der Glory hat es in der Form noch nicht gegeben. Vor allem nicht im Schwergewicht. Und jetzt ist es einfach an der Zeit, die Fäuste fliegen zu lassen. Es ist jetzt Schluss mit dem Gerede. Und lasst uns diesen Kampf in Deutschland stattfinden lassen. Also, Mo Army, let's go. Lasst uns diesen Kampf nach Deutschland holen und alles geben und alles unter Beweis stellen. Euer Mo, bis bald.